Sonntag, 31. Mai, es ist Pfingstsonntag, Feiertag. Dies begünstigt es, zu neuen Einstellungen zu kommen. Ein super Sonntagsgefühl mit viel Intuition und Tiefgang ist möglich. Zufriedenheit, oft auch mit weniger, baut enorm auf. Es wird uns bewusst, dass ewiges Wachstum nicht möglich, aber auch nicht nötig ist. Vieles nochmals prüfen und dann aber auch loslassen, entrümpeln, bringt neues Lebens- und Freiheitsgefühl. Intuitiv mit weniger zufrieden sein, lässt sie ein neues Füllegefühl erleben. Meditieren, Heil- und Traumarbeit lässt sie multidimensional empfinden und bringt tolle Empathie.